Hallo liebe Leute, und es geht weiter mit Lara Croft and the Guardian of Light. Wir lassen uns hier noch ein weiteres Mal herunterfallen, wie das letzte Mal. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen einspielen. Das ist schon wieder so eine Weile nicht gemacht. Wie man gesehen hat sicherlich. Mist, Mist, Mist. Ich finde es immer gar nicht toll, dass die hier alle kommen. Wie viele kommen denn da noch? Müsste mich mal dringend heilen. Bin hier schon wieder fast gestorben. So eine Schweine. Ist das hier ein Kopf? Oder warum leuchtet der hier so rot? Kann man den sich nicht nehmen? Sieht so aus, als wäre das so ein Totenschädel. Ist es aber nicht. Aber leuchtet so rot. So, was haben wir denn hier noch so im Angebot? Bin ja noch nicht überall hier gewesen. Ah, da ist was zum Heilen. Das finde ich gut. Ah, hier ist ein Totenschädel, da oben. Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Ja, nee, das meinte ich nicht. Die Richtung ist total falsch mal wieder. Na komm, hoch mit dir. Yippie! Und wir haben jetzt 6 davon. Was ist da oben noch für eine Platte? Ich weiß nicht, was das hier ist. Hui. Nee, schade. Ich dachte, sie rutscht runter. Ich möchte noch gar nicht in die Höhle. Weil wir waren hier bestimmt noch gar nicht überall. Wie da hinten zum Beispiel. Muss mal die Waffen auch mal zwischendurch wechseln. Nicht, dass ich im Kampf plötzlich überrumpelt werde. Da waren wir schon. Da waren wir aber schon. Dann gehe ich jetzt eben doch in die Höhle rein. Ja, okay. Gehen wir in die Höhle rein. Lassen uns überraschen. Na, was ist jetzt hier so Schönes? Ja, so ein Dings halt. Sieht aber auch irgendwie ein bisschen gefährlich hier aus. Ich werde da jetzt trotzdem mal hochjumpen, wenn ich es hinkriege. Glaube ich aber nicht. Was kann ich denn hier machen? Was kann ich hier machen? Irgendwas muss ich doch tun können. Da oben muss ich auf jeden Fall ran. Das muss ich haben. Es ist Gold und es glitzert und es ist schön. Und was kann ich... Kann ich hier irgendwas machen? Hier sind überall Skelette, aber bringt mir das irgendwie was? Oder kann ich hier irgendwas aufsprengen? Oder wie oder was? Weil irgendwie... Und so einen Anker einfach irgendwo hinwerfen geht nicht. Ja, leider schießt sie ja nicht noch von dem Stab ein zu dem Stab. Nee, es wird zwar das goldene Dings angezeigt, aber das war's auch schon. Wie komme ich da denn ran? Was kann ich hier denn machen? Ich bin etwas irritiert. Das bringt mir scheinbar gar nichts. Einfach mal so fröhlich in der Gegend rumballern. Vielleicht bringt das ja was. Nö. Bringt leider gar nichts. Warum? Was muss ich machen, damit ich da oben rankomme? Was hat es mit dieser Schale auf sich? Die spendet einfach nur Licht oder... Oder wie? Oder kann ich den Stab woanders noch reinspießen, wo ich dann eher rankomme? So, weiß ich nicht.
Nee. Kriegt sie irgendwie partout nicht hin. Ja, wie kommt man denn da ran? Da muss ich ja hier irgendwas machen können. Oder was? Verstehe ich nicht. Wenn es hier irgendwas zum Klettern oder Sprengen gäbe, hier sind noch so tolle Stäbe, aber ich kriege ja auch so eine nach oben Ansicht hier. Kann ich denn hier rauf an die Seite? So, wenn ich da jetzt rauf... Oh, nee. Geht das wirklich nicht? Nee, dann springt sie immer voll dran vorbei und will da einfach nicht rein. Nee, das irgendwie... Irgendwie nee, so. Irgendwie will sie nicht. Wie ich will. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen kann. Keine Ahnung. Ein Hebel oder was gibt es hier nicht? Irgendwas, was ich betätigen könnte? Nee, da bin ich überfragt. Gehe ich jetzt erstmal nochmal hier raus? Das finde ich aber irgendwie doof. Kann ich da drinnen was machen? Da sind doch Ringe. Wieso kann sie die nicht betätigen? Nee, ne? Oh, das ist ja doof. Ist ja schon ärgerlich, wenn man überhaupt nicht weiß, was man machen soll. Das kann doch aber eigentlich gar nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass man hier drin nichts machen kann. Ich will einen Tipp. Wie im Wimmelbildspiel. Ich will einen Tipp. Ist da oben Hebel oder so? Nee, das war nur ein... Ja, ich sehe das tolle leuchtende Ding da oben. Aber wie komme ich da ran? Manu. Das ärgert mich. Das finde ich doof. Das ist doch... Ne Mann. Da muss ich mich dann nochmal ein anderes Mal drum kümmern. Es geht ja nicht anders. Dann eben nicht jetzt, aber ich werde mir das noch holen. Und da hinten will ich hin. Wie komme ich da hinten hin? Da wollte ich damals schon hin. Ah! Wie kommt man da denn hin? Komme ich hier so vorbei? Gehuscht. In den Abgrund hinein. Kann ich da nicht so dran irgendwie... Nee? Ich weiß überhaupt nicht, wo sie ist. Ich sehe sie gar nicht. Mann! Das finde ich alles voll doof. Und so. Nee, da muss ich hier in eine völlig... Hallo? In eine völlig andere Richtung laufen, damit ich da unten hinten hinkomme, weil da ist ja voll der Abgrund zwischendurch. Nee, nee, nee. Also bevor ich jetzt hier dusselig weiter durch die Gegend laufe, gehe ich jetzt wieder nach oben, wo ich hingehöre. Und gehe etwas weiter Richtung Nordwesten. Wenn ich da denn überhaupt langkomme. Muss hier aber auch hier hoch erstmal. Ach man, wieso hat das in der Höhle jetzt nicht... Also irgendwie... Keine Ahnung. Bada, 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 bada. Ach ja, und wir müssen ja noch irgendwie über den Fluss kommen. Überqueren Sie den Fluss, ohne das Wasser zu berühren. Mit der Kugel haben wir es nicht bisher geschafft. Es sei denn, wir holen uns ganz viele Kugeln.
dann könnte das natürlich vielleicht funktionieren. Haben wir denn mehrere Kugeln? Da ist die Monsterspinne, zu der wir noch nicht wollen. Haben wir noch mehr Kugeln? Nö, also ich sehe jetzt hier keine. Dann gehe ich jetzt erstmal so wieder rüber. Erstmal gehe ich ohne hier auf das Wasser zu achten und so einfach rüber, damit wir überhaupt mal rüberkommen. Ja, mit den Kugeln geht's ja auf jeden Fall. Wenn ich jetzt von der anderen Seite noch eine Kugel hole, könnte das eventuell funktionieren. Hier kommen bestimmt jetzt gleich wieder 1000 Viecher. Gehen wir mal hier rechts lang, da waren wir auch noch nicht. Oh doch, hier war ich schon mal. Ich erinnere mich. Da habe ich aus dem Wasser da auch noch irgendwas gefischt gehabt. Aber dann sind wir nicht weiter nach oben gegangen. Weil da wollte ich nicht lang gehen. Ah, hier können wir uns heilen. Habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Hier war so ein Heilungsschrein. Sehr schön. Irgendwie muss es ja hier auch runtergehen. Weil irgendwie müssen wir ja auch auf diese komische andere Seite kommen. War die... Ist die... Nee. Hier sind wir wieder da am Anfang. Nee, ich wollte keine Karten legen. Ach, ich denke immer, dass ich eine Dreieck eine Karte legen kann. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich in irgendeinem Spiel mit Dreieck die Karte benutzen konnte. So, nee, da wollen wir überhaupt nicht gar nicht hin. Da unten... Runter. Aber wie kommen wir da denn runter? Ach, von da ganz... Nee, dann müssen wir ja hier hoch und da lang. Anders geht das ja gar nicht, weil man muss einmal ganz außen rumlaufen, um da unten hinzukommen, wo ich hinkommen will. Ich will eine verdammte Kugel. Eine verdammte Kugel. Ah, spring. Spring. Stirb. Wieso ist sie jetzt da nicht hingesprungen? Wo? Warum war sie jetzt da drunter? Ich dachte, sie kann einfach rüberlaufen. Hilfe, nein, nein, nein. Oh, ich glaube, ich muss hier eher mal nach links springen. Eher mal nach links springen und dann schaffe ich das hoffentlich hier langsam mal. Komm, Versuch Nummer 3. Und hier jetzt rüber. Nein, nein, oh Gott. Aber knapp. Aber knapp. Knapp, knapp, knapp. Komme ich denn jemals auch jetzt wieder zurück? Oder war's das? Oh, hier sind noch Autos. Haha, die kann ich sprengen. Das waren jetzt 6 von 10. Finde ich gut. Habe ich jetzt ordentlich Radau gemacht und allen gesagt, dass ich hier bin. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Ja, ich mache hier ordentlich Action. Action, man. Na? Macht jemand Stress hier? Und nochmal Boom! Und 7 Schädel eingesammelt. Noch so eine Höhle. Das war alles gut und schön hier, aber... Keine Ahnung, was ich in der Höhle machen kann. Bestimmt wieder. Wenn ich da jetzt nicht weiß, was ich machen soll, ne, dann bin ich aber fuchsig. Weil so doof kann man ja nicht sein, oder? Du könntest mal da oben gucken, ob da wieder was ist. Oder ist da nichts diesmal? Nö, da. Ist das da oben was, was da liegt? Ich kann das nicht so richtig erkennen. Kannst du da nicht einfach mal auf deinen Stab springen? Nee?
Nee, sie will... Doch, sie geht nach oben. Ja, ich wollte gerade sagen, warum willst du nicht nach oben? Aber hier war doch nichts. Ich konnte es nicht ganz erkennen. Dann geh mal rein. Oha! Das wird wohl die berühmt-berüchtigte Spinnengruft sein. Ja, und hier haben wir auch so Kugeln. Da nehme ich mir jetzt gleich mal eine. Und pack die hier hin. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier welche hinlegen tun möchte. Dann gehen die da runter. Okay. Das bringt mir aber nicht viel. Dann möchte ich die Kugel doch lieber woanders haben. Dann möchte ich die Kugel da hinlegen. Weil hier kann man ja auch lang gehen. Aber dann komme ich da... Doch, dann komme ich da hinten zumindest lang. Ist doch schon mal was. Dann komme ich hier doch ran. Reliquie entdeckt. Pfeil von Tezcatlipoca. Den kennt man doch. Und ich weiß, dass es jetzt hier irgendwie was Tolles gibt, wenn ich jetzt die ganze... Die sind doch jetzt alle deaktiviert. Habe ich jetzt eine Errungenschaft bekommen? Weil ich weiß noch, dass es eine Quest gab, wo man alle Pfeile in der Spinnengruft deaktivieren sollte. Aber sind sie doch alle? Ach, keine Ahnung. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Die sind auf jeden Fall alle unten jetzt. Und wir freuen uns einen Keks, dass ich eine Reliquie habe. An die bin ich jetzt aber relativ leicht rangekommen. Auch wenn ich jetzt nicht verstehe. Wenn ich die jetzt wegnehme, geht's dann wieder los. Und die jetzt weg. Und dahin. Ah, nein. Bleib da. Hier, geh hier rauf. Ich weiß zwar nicht, was ich hier mache, aber ich hatte irgendwie gehofft, dass damit diese Spinnengruft gemeint war. Aber vielleicht ist sie das auch gar nicht. Es ist einfach nur eine Reliquienhöhle, über die ich mich freuen darf. Kommen jetzt hier wieder welche? Es kommen immer welche. Jetzt sind die Feuer da auch aus. Na gut. Ich habe alles wieder kaputt gemacht. Alle Monster sind tot. Aber die Treppe können wir nochmal hochgehen. Ne? Die Treppe gehen wir nochmal hoch. Na super. Benutzen Sie Ihre Bomben, um Objekte in der Spielewelt zu bewegen. Drücken Sie Y, um eine Bombe zu deponieren und zünden Sie diese anschließend ebenfalls mit Y an. Ja, okay. Das machen wir aber im nächsten Part bei Lara Croft and the Guardian of Light und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann.